Willkommen, willkommen. Wir setzen heute unsere großartige Dynastielinie in Crusader Kings 2 Mönche und Mysterien fort. Wir haben begonnen als Graf Heinrich von Niederbayern, haben dann relativ schnell unsere Grafschaft Passau an Österreich verloren. Die wurde uns gewaltsam abgenommen. Daraufhin aus Frust haben wir uns dem Kult der Kinder Luzifers angeschlossen und gerade als es bergauf ging, als wir unsere erste Beförderung bekommen sollten, sind wir dann gestorben. Übernommen hat dann unser Sohn, Graf Johann von Niederbayern, der war leider noch minderjährig, das heißt, er konnte nichts machen. Zusätzlich kam dann auch noch die Pest dazu und hat ihn dann relativ schnell dahingerafft. Nachfolgerin war dann die jetzige Tante Beatrie. Die Tante Beatrie ist so jetzt gar nicht mal so schlecht als Herrscherin, mit einem kleinen gravierenden Nachteil. Sie hat keinen legitimierten Nachfolger. Das heißt, ihr Sohn ist nicht von der gleichen Dynastie. Und wenn wir das Spiel jetzt, wenn wir jetzt sterben sollten, dann ist das Spiel für uns vorbei. Und das war jetzt so eine kleine Kurzzusammenfassung. Wie das bisher gelaufen ist, ist nicht wirklich alles rund gelaufen. Allerdings hat es bisher relativ viel Spaß gemacht. Wir haben vieles Neues gesehen vom Patch und vom DLC. Und wir schauen uns heute einfach mal wieder noch die ganzen Gesellschaften an. Wir sind aktuell ich muss mal kurz nachschauen, in der hermetischen Gesellschaft. Wir sind dort Novize und genau, das war beim letzten Mal dann, wir können aufsteigen und können zur Adeptin werden. Und ich denke mal, das haben wir uns ja letztes Mal aufgehoben noch jetzt. Das werden wir jetzt mal machen und dann schauen wir mal, was wir machen können. Wir können als Novizin die Zukunft deuten. Haben wir einmal gemacht, war jetzt nicht so wirklich was Besonderes. Und wir können einen Trank von Eudaimonia brauen, der uns depressiv oder gestresst entfernt, also die Eigenschaften entfernt, was nicht schlecht war. Haben wir auch schon ausprobiert. Nachteil war, nach, ich glaube, einem Jahr oder zwei Jahren ist es wiedergekommen. So, dann würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal und schauen, was passiert. Das Let's Play kann jetzt innerhalb von 2 Minuten vorbei sein. Sollten wir sterben, überraschenderweise, kann auch noch länger dauern. Lassen wir uns einfach mal überraschen. So. Jetzt steigen wir mal auf, beziehungsweise fordern den Aufstieg an. Das wird ein bisschen dauern. Was haben wir denn hier noch? Wir haben ein Haushaltsdefizit. Wieso haben wir denn ein Haushaltsdefizit? Wir nehmen doch 6,20 Gold ein pro Monat. Haben wir da vorher ein bisschen was ausgegeben? Wie geht es denn unserem Erzfeind, dem Österreicher? Der lebt immer noch. Ist auch nicht krank oder ähnliches. Ich glaube, wir sind in einer Fraktion gegen ihn. Oder in einer Verschwörung. Jedenfalls waren wir in der mal, sind wir eingeladen worden. Allerdings hat sich die anscheinend wieder zerschlagen. Genau, hier nochmal die Meldung oben. Eure Dynastie hat keinen Erben. Der Sohn, Graf Johann Heinrich von Krain, ist auch nicht krank. Und lebt noch frohen Mutes. Wir können keine Verschwörung zur Ermordung durchführen. Es geht nicht mehr so einfach. Also ich bin momentan ein bisschen ratlos, was wir machen könnten. Wahrscheinlich nichts, einfach abwarten und Bier trinken. Dann Titelverlust bei Nachfolge ist klar. Und wir können noch Befehlshaber vergeben. Macht jetzt bei uns aber nicht wirklich Sinn, weil die einzige Grafschaft, die wir jetzt haben, ist Niederbayern. Wir sind jetzt nicht groß im Krieg. Wir können sonst niemanden angreifen. Wir könnten einen Anspruch auf Nürnberg fabrizieren.
aber wahrscheinlich ist unser Kanzler so schlecht, der hat 7. Der hat 7, wir haben noch einen mit 9. Wir könnten den zum Kanzler ernennen. Und wenn der einen Anspruch fingiert, hat er eine Chance von 3,38. Das ist halt nichts jährlich. Also das ist, ja, können wir lange wahrscheinlich darauf warten, dass wir hier den Anspruch bekommen. Wir können uns noch bei unserem Lehnsherrn einschleimen. Das ist der Kaiser Stefan der Heilige. Der kann uns relativ gut leiden. Da haben wir auch schon oft angefragt, ob er uns nicht vielleicht ein Herzogtum übermachen würde. Bisher hat er immer dankend abgelehnt, sehr politisch dankend abgelehnt, also nicht frech oder so, sondern staatstragend, wie man das halt so macht. Hat uns daher auch nicht weitergebracht. Ich sehe gerade, wir sind auch im Krieg, und zwar gegen das Königreich Polen. Okay, die sind jetzt nicht so groß. Die sind jetzt nicht so groß, und es geht um die Grafschaft Oppeln. Hier um diesen kleinen Fleck hier geht's. Dann lassen wir die Zeit mal laufen und schauen, was passiert. Ich hoffe mal, wir erhalten jetzt unseren Aufstieg. Verehrte Novizin Beatrice, ich gewähre euch hiermit die Erlaubnis, zum nächsten Rang in hermetische Gesellschaftszirkel aufzusteigen. Gezeichnet Magus Alfred. Es ist mir ein Privileg. Dann schauen wir doch gleich mal, was wir jetzt machen können. Wir haben nur noch 10 esoterisches Wissen. Das heißt, das müssen wir wieder ein bisschen aufbauen. Wir haben erhalten Bildung plus 2. Meinung der Kirchenvasallen minus 10. Okay. Und Horoskop erstellen. Das andere war Zukunft deuten. Ein Horoskop erstellen. Können wir das für jemand anderen machen oder... auf das Porträt eurer Kinder, um ein Horoskop für sie zu erstellen. Das probieren wir doch mal beim Graf Heinrich, wobei wir wahrscheinlich nicht genug Punkte haben. Wir brauchen 300 esoterisches Wissen. Vielleicht können wir das dann auch ein bisschen beeinflussen, dass man sagt, er könnte eines grausamen Todes sterben. Und vielleicht begünstigt das die ganze Situation etwas. Ich wollte noch Punkte anhäufen für esoterisches Wissen. Können wir denn hier Ingredienzien erwerben und eine Abhandlung verfassen? Das haben wir erst gemacht. Und die Abhandlung haben wir auch erst gemacht. Das heißt, wir können nichts anderes tun momentan als abwarten. Vor kurzem besuchte ein Händler Wittelsbach. Zuerst schien es so, als seien die merkwürdigen Gerätschaften und Tränke nichts weiter als das Werk eines wandernden Kräuterkundlers. Dann aber stellte sich heraus, dass der Mann mehrere meiner Untertanen um ihr Gold betrogen hatte, indem er ihnen weisgemacht hatte, dass nur seine Mittelchen Schutz vor den Dämonenböden, die uns angeblich bevorstünden. Abergläubische Narren, genau davor hatte ich sie gewarnt. Verstörende Vision wird entfernt. Hatten wir eine verstörende Vision? Ach ja, wir haben ja die Zukunft gedeutet und haben daraufhin irgend so einen Trade bekommen. Wir haben auch ein beeindruckendes Labor. Stimmt, beim letzten Mal haben wir auch noch unser Labor fertiggestellt. Und deswegen waren wir im Minus, weil uns das Labor so viel gekostet hat. Ich schaue jetzt gerade. Irgendwo die Eigenschaft verstörende Vision haben wir gar nicht mehr. Bekommt ehrgeiziger Seher als Eigenschaft Diplomatie plus 1, Bildung plus 1. Diplomatie sind wir jetzt schon bei 21, ist ja super. Bildung ist 16, ist brutal hoch. Verwaltung ist 14, super. Ja, wäre eigentlich wunderbar jetzt. Jetzt dürfen wir nur nicht sterben. Mein Lehnsherr. Während meines Versuchs, den Bauern Belagerungswaffen ließen sie einen Felsbrocken auf meinen Fuß fallen. Eieiei. Mein Marschall erhält verwundet. Der schaut aus wie der Österreicher hier. Fast, ja. Der Bart ist ein bisschen anders.
können wir eigentlich dir, können wir nur eine andere Frisur verschaffen. Aber das sieht man hier eh nicht, weil wir ja die Kutte tragen von der Gesellschaft. So, die Lehrzeit in Religion und Bildung von Klein Arnold ist abgeschlossen und das mit ausgezeichneten Resultaten. Ist mir eigentlich egal. Das ist unser Zweitgeborener hier. Der ist jetzt 16. Ich weiß nicht, ob es helfen würde, wenn der Nachfolger werden würde. Wir können die Gesetze erst in... älteste Mitglied der Dynastie, älteste Kind des Herrschers. Wir bräuchten eigentlich das Erbfolgegesetz, wo die Titel des Herrschers werden unter seinen Kindern und den Haupterben aufgeteilt. Eieiei, das wird auch nichts helfen. Ich dachte, da gab es eine Erbfolge mit dem jüngsten Kind. Das älteste Mitglied der Dynastie erbt sämtliche Titel. Könnte man sogar schon machen, wenn wir unsere Vasallen auf unsere Seite bekommen. Die Primogenitur ist das älteste Kind. Wir könnten noch eine Wahlmonarchie machen. Ihr habt das jüngste Kind. Eieiei. Ah, das können wir wieder nicht machen. Eieiei, da müssen wir mal uns auch darauf konzentrieren, die Vasallen auf eine Linie zu bekommen. Da haben wir einen, der Eckhard, der würde gern einen Sitz im Rat haben. Der kann halt nichts. Der hat hier 8, 7. Der kann halt gar nichts. Können wir den dich vielleicht dann ein bisschen gütig stimmen? Kannst du vielleicht hier, ich lese das gleich, kannst du vielleicht hier, das ist ja der Abt von Regensburg. Genau, der ist hier in der Abtei von Regensburg. Das heißt, wenn wir jetzt unseren Hofkaplan nicht zur Kulturforschung einsetzen, sondern um den Klerus zu beeinflussen, dann setzen wir den nach Niederbayern. Dann hoffentlich verbessert der ein bisschen die Meinung gegenüber uns. So, also der Sohn wird gelehrter Theologe. Das Hospital in Niederbayern erlebt einen Ansturm von Menschen, die Nahrung und Obdach suchen. Es kann schon jetzt kaum noch mithalten. Vielleicht ist die Gelegenheit günstig, einen guten Eindruck zu machen. Ich werde alles vorbereiten. Okay, der Wohlstand würde steigen. Momentan haben wir einen Wohlstand von... Das kostet 43 Gold, können wir machen. Dann sind wir zwar wieder im Minus, aber egal. Almosen und weitere Güter wurden ins Krankenhaus gebracht. Es wird das Leben der Bedürftigen erleichtern. Die Frage ist jetzt, wie sich diese Großzügigkeit am besten präsentieren lässt. Dies ist ein Geschenk ihrer Gnadengräfin. 100 Prestige und wir könnten Stolz, die Eigenschaft Stolz erhalten. Gott hat das ermöglicht. Meinung der Kirchenvasallen plus 25. Das würde uns hier schon sehr helfen. Und Meinung der Vasallen plus 10. Allgemein, das brauchen wir nicht. Oder das Risiko nationaler Revolte sinkt. Allgemeine Meinung plus 5. Nee, dann nehmen wir hier, Gott hat dies ermöglicht. Und wir haben eine 50%ige Chance, dass wir ein religiöser Eiferer werden. Machen wir mal. Wir sind religiöser Eiferer geworden. Okay, und jetzt müssen wir eigentlich, genau, jetzt könnten wir hier die Gesetze ändern, so wie ich das sehe. Nur Männer können erben. Wir haben ja nur 2 Männer als Sohn, oder? Ja, Sohn und Sohn. Wir halten mal die Zeit an. Wir können wieder ein Herzogtum von Lehnsherren verlangen. Das machen wir später. So, und jetzt ist halt die Frage, wir haben die Wahl, wahlweise Erbteilung einzureichen, das Senioriatsprinzip
oder die Ultimogenitur, die Wahlmonarchie. Frage ist, was macht Sinn? Hier, das macht keinen Sinn. Nur Männer können erben, das betrifft uns nicht. Die wahlweise Erbteilung. Die Titel des Herrschers werden unter seinen Kindern und den Haupterben aufgeteilt, der aus den Mitgliedern der herrschenden Dynastie gewählt wird. Nach dem Gesetz erbt der Erstgeborene. Das Problem ist, dann wird das zwar aufgeteilt, aber trotzdem bleibt er der Erbe der Grafschaft und für ihn bleibt dann vielleicht nur noch irgendwie, keine Ahnung, eine Baronie übrig oder die Stadt hier, die Baronie wahrscheinlich. Und dann können wir auch nicht mehr weiterspielen, weil das Kleinste ist die Grafschaft, die man verwalten kann, also Baronie und so weiter, das geht gar nicht mehr. Wir haben noch das Senioriatsprinzip. Das älteste Mitglied der Dynastie erbt sämtliche Titel. Euer ältestes Kind wird dieses Gesetz stark missbilligen. Jetzt schauen wir mal, schauen wir mal in unseren Stammbaum, Dynastiebaum. Die sind alle schon gestorben. Und es ist jetzt übrig. Ey, da ist ja jeder gestorben. Was ist denn hier los? Die sind alle gestorben. Der einzige ist noch der Leopold. Der ist noch über. Von Habsburg. Sind wir mir jetzt auch? Wir sind von Wittelsbach. Ich habe keine Ahnung, ob das... Und er ist Meinhardiner. Und sein Bruder ist von Orseln. Hey, da tue ich mich etwas schwer jetzt. Der hier müsste doch eigentlich, wenn wir jetzt den mal anklicken, von Habsburg. Ja, der hat komplett einen anderen Stammbaum wie wir. Der hat einen komplett anderen Stammbaum als wir. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt einfach nur überfragt. Wir bräuchten jemanden von Wittelsbach, oder? Sehe ich das richtig? Ich sehe gerade, wir haben den Krieg gewonnen offenbar gegen Polen. Haus Wittelsbach. Die sind nicht richtig und wir haben niemanden, der hier nachfolgt. Kann denn hier vielleicht dann der Baldur? Oder wenn wir schwanger werden, können wir mir denn noch irgendwie die Fruchtbarkeit steigern? Wir sind 57 Jahre alt. Das war's mit der Schwangerschaft. Das klappt nicht. Wir wählen es trotzdem mal. Vielleicht haben wir Glück. Wir schauen nochmal hier rein. Und die Wahlmonarchie hätten wir auch noch. Können einen Nachfolger aus ihren eigenen Reihen, den legitimen Kindern und den Geschwistern des Herrschers nominieren. Tja. Was machen wir? Wir haben niemanden. Ist denn der ist ja auch nicht, unser Gatte ist ja auch nicht von Wittelsbach, Haus Regensburg. Wir probieren das jetzt einfach, bevor ich hier noch mehr Zeit vertrödel, wir probieren das einfach mal und dann sehen wir es ja. Also, die wahlweise Erbteilung nehmen wir nicht. Das älteste Mitglied oder die... Oder das Senioriatsprinzip.
Hä? Da bleibt ja nur das Seniorenprinzip, das wir jetzt ausprobieren können.